Heute habe ich den Salzstreuer mal weggelassen und damit, hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Kirby und das vergessene Land. Ganz genau, perfekt, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. So, kann ich jetzt anfangen? Ich will unbedingt angeln. Keine Ahnung, ob ich auch das Angeln heißt, Angeln ist. However, ich will es machen. Punkt. Okay. So, mal einmal das Mikrofon richtig machen, so. Weist ein Fisch an, werden Knöpfe eingeblendet. Drücke rasch den richtigen Knopf und lass keinen Fisch entwischen. Okay. Zieh an Land, was nur geht. Fängst du mehrere Fische in Folge, beißt du dir einen groß an. Reagiere schnell und erziele einen Highscore. Okay. Okay. Wow. Ah, dafür gibt es Geld. Oh, jetzt muss man noch mehrere Knöpfe drücken. Das war eine Dose. Ja! Scheint schwerer zu werden. Das ist mega langweilig. Ist das luck-based? Wenn die größer? Ich weiß es nicht. Manche sagen ja, es ist beruhigend in Videospielen zu angeln. Das ist echt luck-based oder ist es immer abwechselnd? Ich glaube, das ist immer abwechselnd. Einmal fängt man was und einmal nicht. Oder? Ich weiß es nicht, weil das ist so. Der scheint größer. Ja, ja. Und 489er. Ja. Der Jute. Der muss groß sein. Der muss riesig sein. Hoho. Wow, 1,5 Kilo. Sehr schön. Okay, wir machen es noch einmal und dann starten wir, glaube ich, in Level rein. Nee. Der scheint stark gewesen zu sein. Okay. Ist ganz cool. Hier können wir jetzt unsere Highscores anschauen. Ja. Okay, cool. Cool, cool. Ja, was soll ich groß dazu sagen? Ist halt Angeln, so. Macht echt ein Leben mehr Spaß als... Was passiert, wenn ich da reinspringe? Okay. Ich komme sogar hier aus dem Schornstein raus. Wie cool. Oder ist ein Bild. Das kann ich sogar anklicken. Ja, das ist der Kampf gegen Meta Knight. Den hatten wir mal in einer etwas älteren Folge. Haben wir in dem Kolosseum umgekämpft. So. Und dann würde ich sagen, starten wir durch direkt mit dem ersten Level. Ich habe nicht wirklich Lust, in Rotharzfeuerlande mich fortzubewegen. Aber ich muss. Was ist das hier? Willingsbohrer, ja. Ja. Wie gesagt, ich mache die 100% entweder offcam oder in einem Stream. Mal schauen. Jetzt kommt auf jeden Fall Feuerhölle im Kraftwerk. 5 Waddle Dees, ich hoffe, wir kriegen die alle. Oh mein Gott, ich habe irgendwas im Auge. Ah, oh, sehr unangenehm. Und wisst ihr, was ich noch habe? Nochmal Beschwerden an MC Racing. Der Stuhl ist mal wieder von alleine nach unten gefahren. So. Kauft euch niemals einen Stuhl von der Marke. Auch wenn er billig erscheint. Ist nicht. Los, geht schon los. Mann, ich habe was im Auge, das ist unfair. Das sieht für mich so richtig nach Bosskampf aus, aber kann ja noch nicht. Wir sind ja noch nicht am Ende. Übrigens, wusstet ihr, dass wir uns ducken können? Also, ich habe das schon häufiger gesagt. Aber das ist irgendwie nie wichtig gewesen bis jetzt. Ich hoffe, das kommt noch.
Fabrik und Lava, mega, mega cooles Setting. Gibt mir Mario und Rabbids Vibes. Ich hab's gerade gesehen. Hier hinten. Ich geh da nochmal rein. Mal kurze Pause, durchatmen, Luft holen. Wow, ich bin durch. Oh, die habe ich nicht gesehen. Aber wir kriegen ja Drachenfeuer. Na klar. Na klar. Nicht zu weit, nicht zu weit. Ey, und ich verliere. Ich will mich nicht aufregen. Alles ist gut. Perfekt, I guess. Ich mache einen Angriff, sag mal. Ich trinke 3 Kaffees, ja. Derb ich? Nee. Ey, come on. Ey, was? Das ist so... Hä? Ich benutze das Drachenfeuer, mit dem wir ultra fast sind. Ja, klar. Und jetzt funktioniert's. Ihr glaubt nicht, wie sehr ich mich über sowas aufregen könnte, ganz ehrlich. Sowas triggert mich total. Weil es einfach nicht real ist. Sind das... Nee. So, den habe ich jetzt diesmal direkt bekämpft. Ob ich da unten durch will? Eigentlich nicht. Das ist eine Mumie, nicht? Naja. Oh, man kann auch auf die hoch, sehe ich gerade. Wichtig, wichtig. Weil da drüben ist eins. Perfekto. Das. Ah, da. Ja, ich hab's. Dadurch öffnet sich die Schranke, wir bekommen Waddle Dee. Hab ich gehört. Perfekto. Wo hätte der erste sein sollen? Wie gesagt. Hier zum Beispiel. Wenn ich von so einer Kugel getroffen habe, jetzt mein Item behalten. Wenn ich nachher... Hallo? Ich will mich nicht aufregen. Ich muss hier raus. Ich habe das Sammel-Item. Perfekt. Okay, ich dachte schon, es gibt wieder eine Challenge. Zünde alle diese Dinger an. Okay, es gibt einfach nur Cash, aber nehme ich trotzdem mit. Hä? Ey. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Also, come on. Die Hitboxen sind schlimmer als... Weiß ich nicht. Was gibt's denn für Games, wo Hitbox echt schlimm sind? Jedes Mario-Game hat eine bessere Hitbox. Hä? Oh mein Gott. Was? Ah, I see. I see. Nee, I see not, I don't see. I can't see. Hallo, 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 lass mich raus! No way, no way. Hallo, 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 hallo. Alles gut. Okay. Muss ich sagen, finde ich ganz cool gemacht. Das ist was, das gefällt mir. Das hat Charme. Das ist zum Beispiel kein schlimmes Rätsel. Ich habe immer noch keine Ahnung, wo der erste Waddle Dee ist. Und es interessiert mich nicht.
Wie gesagt, die 100% machen wir ganz am Schluss. Da drüben was gesehen. Ja, dann. Kirby. Ja. Ich weiß nicht, was da oben ist. Wir gehen weiter. Ich hab's versucht, der ist nicht reingeflogen. Ich war... Ja. Genau. Ich soll hier runter. Ich hol mir erst einen Kaffee. Ja, das ist ein Achievement. Yo! Hier kann ich nicht... Hier kann ich nicht sliden. Das ist ein Sammel-Item. Get it! What? Machen die das kaputt? Na, obviously schon. Ich weiß nicht, wofür ich den brauche. Macht es mir das Game einfacher? Nein, da rein. OMG. Ja, muss ich sagen, cool. Bisschen, wo man so ein bisschen gehetzt wird, bisschen Speed up und so, finde ich cool, finde ich cool. Ah, hier kriegen wir nochmal eins, okay. Oh, richtig schlecht in so einem Game. Jo, und es geht halt auch direkt weiter. Hä? Kein Problem. Ach, ich muss mich entscheiden, was ich will. Ja, ich hab's verstanden. Tut mir leid, ich bin ein bisschen blöd. Gibt bestimmt ein Achievement dafür, das Damage-List zu machen. Wir sind fertig. Wir haben fast alles geschafft an Achievements. Ja. Entweder in einem Stream oder halt in einem kurzen Videozusammenschnitt, wie ich, auf jeden Fall ich mir das alles hole. Ach ja. Keine Ahnung, was der Kontrollraum ist. Ich weiß nicht. Wir kriegen das Raumschiff und wir kriegen den Kegelstopfer Kirby und eine Schatztruhe zweimal. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gefällt mir. Wir machen direkt weiter. Im Übrigen, ich muss heute auch noch Stanley aufnehmen. Ich habe nämlich für, ich glaube, Montag noch kein Video. Heute ist Sonntagmorgen. Für den 9. habe ich noch kein Video. Entweder kommt da Stanley oder Kirby. Weiß ich nicht. Wir gehen weiter in die Versammlung des Bestienrats. Das klingt nach Boss Rush. Und Boss Rush klingt nicht so gut. Was aber stattdessen gut klingt, ist das Aussehen der Welt hier. Das klingt nicht gut, die Welt sieht einfach mega bombastisch aus. Okay, es ist auf jeden Fall am Kurs. Weiß nicht, was mich da drin erwartet. Ich sehe den Gorilla. Keine Ahnung, was der Gorilla hier zu suchen hat. Ich sehe den Boss Rush. Aber er ist nicht viel schwächer als vorher. Außer, dass er seine Level 2 Attacke direkt am Anfang zündet. Ich bin gesprungen. Glaubt es mir oder glaubt es mir nicht? Perfekt, der erste ist down.
Der ist easy, also come on. Dass ich mich da einmal oder zweimal treffen lassen habe, war schon bad. Vor allen Dingen, weil es hier auch noch Waddle Dees gibt, gell? Das macht mich so richtig mega stutzig. Fahre alle Mülltonnen um, weiß ich doch nicht. Ein Time Waddle Dee. Das zeitlich noch im Rahmen, das zeitlich ist es noch im Rahmen. Das ist der erste. Okay, gut. Wenn es jetzt der zweite wäre, dann keine Ahnung. Wieso ein neuer Versuch? Immer wenn es hier ein neuer Versuch gibt, dann entweder... Ja, wobei, wir haben ja nichts verpasst. Wir haben den Waddle Dee bekommen, aber wir könnten halt trotzdem was verpasst haben. Wahrscheinlich kommen wir als nächstes dann zu... Croppy Grits. Ich kann die alle noch mal aus Thumbnail klatschen. Nicht gut. Müsste. Nein? Okay, gut, dass ich geguckt habe. Was ist gegen ihn denn effektiv? Na, alles, was Distanz hat, ist schon gut. Er ist... Nee, hier waren die Bomben doch gut, nicht wahr? Ich kann nicht mehr runter. Oh yes. Weil die fangen direkt schon mit ihrer stärksten Phase an. Da, come on, ey. Genau deswegen mochte ich diesen Boss nicht. Weil der einfach viel zu stark ist. Ich treff den... Ich sehe nichts. Kriege ich mein Item wieder? Hallo. Danke. Bisschen spät, aber ist okay. Aber das finde ich ein guter Angriff. Weil den kann man einfach richtig gut dodgen. Dreckiges, hässliches Viech. Bis jetzt im Game schlimmster, dümmster und meiner Meinung nach auch schlechtester Boss, weil er Angriffsmuster hat, den man nicht ausweichen kann. Besiege Gürteltor innerhalb von so und so vielen Sekunden. Nee. Aber wir haben ein ganz gutes Item gewählt, würde ich sagen. Das ist ja eine Passage, die hasse ich des Todes. Weil man nie weiß, wann man springen muss und wann nicht. Aber gibt gut Zeugs hier. Ich glaube, das war richtig. Keine Ahnung. Scheint richtig gewesen zu sein. Ja. Gibt den... Den dritten Waddle Dee, natürlich haben wir einen verpasst, ist doch klar. Ich will auch keinen neuen Versuch. Okay. Kommt jetzt Tropic Woods? Nee, 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 nee. Alter, wobei, da ist er auch eigentlich gar nicht mal so schlecht. Die Bomben wären stark, glaube ich. Lass mal die Bomben nehmen. Waren doch nicht so stark. Yo, ist okay. Ey, kein Problem. Ey, wenn ich spring drück, spring halt einfach nicht.
schön spammen. Vor allen Dingen, die rollen ja auch noch hin. Perfekt. Man muss sich echt konzentrieren. Die sind gar nicht so einfach. Ich habe Hälfte Leben weg. Im wilden Modus, den wir vorher die ganze Zeit hatten, wäre ich jetzt tot. Oder fast tot. Also Schwierigkeitsgrad steigt immens. Und wir kriegen auch nochmal alle Verwandlungen von Kirby. Also wir kriegen nochmal so eine komplette Zusammenfassung vom Game. Wir kriegen nochmal Achterbahn-Kirby. Ja, bei dem werde ich da auch nicht alles hinkriegen. Ja, lass dich halt treffen. Gib doch eh Heilung. Die ist doch kommen. Jo, wie mies, wie mies. Rechts müsste sein, ja. Links. Das hat mir ein Waddle Dee eingebracht, alle Schalter. Finde ich nice. Das war's? Ich dachte, wir machen jetzt zum Boss Rush alle Bosse einmal durch. Not? Das habe ich gesehen. Oh, okay. Und rotes Sammel-Item. Ist es dann was Besonderes? Ich habe immer noch nicht so ganz dieses Dings verstanden. Aber könnte was Besonderes sein. Hier draußen hat sich nichts mehr getan. Hier hinten vielleicht noch was. Ich will ja wenigstens, wenn ich schon nicht alles mitnehme, wenigstens so viel wie möglich mitnehmen. Dass wir nicht komplett leer dastehen am Schluss, einfach. Ist vielleicht auch gut so. Es tut mir leid, dass vor allen Dingen in einer Folge war der Ton richtig asynchron. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Im Schnitt und so war alles gut. Dann müsst ihr euch bitte bei YouTube beschweren, wenn dann. War auf jeden Fall ganz seltsam. Ja. Perfekto. Schaffen wir noch ein Level? Showdown des Bestienrudel. Wollen wir? Ach, komm. Wir machen dann einfach den Part drauf. Die ganzen Zusatzsachen. Plus, weiß ich nicht was, plus den Endboss vielleicht. Wobei, ich glaube, der Endboss kriegt schon sein eigenes Video, weil ich glaube, der dauert länger. Aber wir müssen uns halt noch an all den hier probieren vorher. Ich überlege gerade, was am besten wäre. Wenn wir die hier zuerst machen oder das Level hier hinten. Wir lassen zuerst das Level machen. Und dann wieder so wie bei den ganzen Bossen vorher auch. Vorher erst diese Mini-Stages und dann die großen. Ich habe keine Ahnung, was wir hier machen. Das sieht ungemütlich aus. Da gehe ich da runter. Gar kein Problem, natürlich, hä? Mega cringe, wer hier nicht runter geht. Das sieht halt richtig... Wir haben keine Musik, ja? Ich wollte auch noch die Kiste kaputt machen. Okay, jetzt ist es sowieso zu spät. Das sieht so richtig finales Level-mäßig aus. Kann aber nicht. Es tut mir leid, dass ich so wenig rede. Ich bin so total perplex. Ich glaube, jetzt kämpfen wir nochmal so gegen jeden Gegner einmal.
Oh, weiß ich jetzt nicht, ob ich das toll finden soll. Was? Siege alle Bestien im Startgebiet. Ja, was hätte ich machen sollen? Einfach sagen können, ja, wir warten jetzt, bis die nicht vorhandene Zeit abläuft. Das ist ein Achievement. Gesucht Poster von Kirbyama, von dem, vom Meister Kirby. Kirbyan-Meister. Badau. Badau. Wie besiege ich einen Guy, der nicht besiegt... Warte jetzt hier. So. Wie besiege ich einen Guy, der nicht besiegbar ist? Waddle in unsere Tasche. Sehr, sehr schön. Und runter, 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 runter. Und hier müssen wir Klick spammen, habe ich. Nee. Ja, irgendwie so. Wie genau mein Gegner damit besiegt, habe ich noch nicht so ganz herausgefunden. Lass dich halt von keiner Bombe treffen. Ist okay. Wir gehen weiter. Ich glaube, ich war zu laut gerade. Wer bist du denn? Du bist... Da hinten war bestimmt irgendwas, sonst wäre da keine Tür gewesen. Bleib bei den Bomben. Ist ja schon wieder so eine Squid Game Hommage. Natürlich wirft er genau dahin. Willst du vielleicht dahin fliegen und... Natürlich! Ich lauf weiter, komm. Ja, ich laufe mit dem Wasser jetzt bis ganz zurück. Nur für diesen Waddle Dee. Muss ich? Bitte stirb. Und das schnell. Oh, yes, schön die Heilung. Du da hinten denkst, oh, du wärst krass, oder? Verschwinde. Das ist unfair. Vorher kamen die Gegner von vorne. No way, das reicht nicht mehr, oder? Ey, wenn das an Wasser jetzt nicht mehr reicht, um ihn zu besiegen, dann hole ich mir diesen Waddle Dee nicht. Was bist du für ein dreckshässliches Spiel? Krass, krass. Hätte ich nicht erwartet. Hätte ich echt nicht erwartet. Ich hätte da drüben auffüllen können. Alles gut, ich habe nichts gesagt. Man hätte auffüllen können. Okay, okay. War mein Fehler, ja. Aber erstmal das Spiel dafür haten, gar. Ich will das Spiel gar nicht haten. Ich finde die ersten 5 Welten bis zur letzten Welt einfach sind echt, echt stark. Sind echt stark. Aber alles ab dieser Lava-Welt ist halt echt bad. Ist halt echt bad. Nicht, dass sie nur zu schwer ist. Also, ihr müsst euch... Ich will das jetzt... Wir haben so ein... Stellt euch mal ein Mario-Spiel vor. Wir haben einen steigenden Schwierigkeitsgrad. Stellt euch Elden Ring vor. Das fängt zwar mit dem Schwierigkeitsgrad schon da oben an, aber es steigt stetig. Und dann stellt euch Kirby vor. Wir haben einfach und dann brutal schwer, sodass ich in den Easy-Mode wechseln muss. Und das musste ich bei einem Game noch nie. Entweder mache ich direkt im Easy-Mode, weil ich das Game einfach nicht kann, oder ich schaff's im schweren Modus direkt. Im Rilden-Modus, Leute. Im Rilden-Modus.
Da weiß ich jetzt nicht, ob das so gut war, das wegzumachen. Ja, kommt halt einfach in den ungemütlichsten und ungünstigsten Abständen der Welt. Ich würde da mal weggehen. Ist mir egal, ob ich getroffen wird. Ey, auch wie, schaut euch mal kurz bitte, wenn ich mich hier hinstelle, die Animation von der Lava-Bubble oben links an. Ja? Und jetzt schaut sie euch an, wenn ich näher komme. Wie viel wurde bei diesem Game gespart, damit sowas bei rauskommt? Wir sind schon bei über 30 Minuten. Kann ich was dafür? Nee, eigentlich nicht. Ach, ich komm da nicht rüber, na klar. Da vorne ist ein Schild mit Kirby drauf. Ich sag's euch, ich kann das nicht zerstören. Spawn sogar unten, wie nett. So, dritter Waddle Dee, es läuft bis jetzt ganz gut. Ich möchte aber nicht sagen, ich möchte das Spiel nicht vor dem Ende loben. Beziehungsweise ich glaube, meine Spielbewertung wird so richtig schlecht ausfallen, weil das komplette Ende einfach viel zu hart ist. Also für das, was das Spiel grundsätzlich liefert, ist es halt echt. Ja. Sehr schön. Und hier dahinter? Gar nichts. Das sieht so richtig seltsam aus, wegen diesen Krallenspuren. Gibt mir auch ein unangenehmes Gefühl. Das haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, seit Welt 1 nicht mehr oder 2. Maximal 2 noch. Ein Teleportationsdurchgang. Und so ein Crocodile. Natürlich. Ja, das bestätigt meine Frage. Ich habe keine Ahnung, wie man da hochkommt. Ah, ich muss hier durchschwimmen. Okay. Kann es sein, dass wir nochmal so diese Welten Stück für Stück durchspielen? Geld interessiert mich nicht. Natürlich spawnen random Gegner, die ich da nicht mal abwerfen kann. Schön. Wie schlecht willst du sein? Spiel. Ja, ich hab noch eine Welt. Nein, ich soll bis nach da hinten zurückkommen. Sag bloß. Ich kann jetzt alles töten, nicht? Ja. Hä? Please, bitte was? Ich möchte bitte eine Erklärung dafür. Also, come on. Ich verstehe das sowieso nicht so ganz, weil irgendwie ist mir das gerade alles unschlüssig. Wir gehen hier nur rein, um Waddle Dees zu holen. Ich versuche mich auf die guten Aspekte des Spiels zu konzentrieren. Es hat ein schönes Weltendesign. Ah, jetzt geht das weiter, okay. Flugpassage incoming, ich sehe es.
Mal gucken, wie ich mich in den Flugpassagen schlage. Meistens ja ehrlich gesagt nicht so gut. Ah, hier ist erstmal noch eine Ladezone. Okay, let's go. Ready wie Brot auf Englisch. Muss ich da durchfliegen und mich drehen? Ja. Könnte richtig bad werden. Das könnte richtig bad werden. Das könnte bad werden. Okay. Durch da. Hier sind Fehler nicht erlaubt. Links rein. Wird schon seinen Grund haben. Für ein Sammelitem. Ich bin gerade so richtig tiefenentspannt. Merkt man das? Oh. Dankeschön. War bedingt gut. Ist ja ein Roddle, die. Den nehme ich mit. Und damit haben wir alle 5. OMG, was fehlt uns noch? Die Poster. No way. Ah. Ich dachte schon komplett von vorne wieder. Ja, Heilung immer wichtig. Ach du, da hinten bist jetzt eine neue Form, oder wie muss ich das sehen? Nee, 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 nee. Auf einmal kann er springen. Auf einmal können sie springen. Natürlich. Okay, wir haben fast alle gesucht. Poster. Ich sag euch, eins haben wir verpasst. Sammel-Item. Wichtig, wichtig. Auch wenn ich immer noch nicht auf die 100% aus bin, ja. Rüber da. Rüber da. Mach doch deine blöde Stampfattacke, Kirby. Ich weiß nicht, ob das Stampfattacke heißt, aber mach es. Und da ist mir die Münze doch egal. Down! Sehr schön, sehr schön. Wir sind damit am Ende. Ich kann es nicht mehr ausspucken. Wir müssen damit das Game beenden. Okay. Ich hoffe, es stimmt diesmal mit dem Sound. Das ist bei Kirby nämlich ganz weird. Das ist auch nur bei Kirby bis jetzt. Und zwar, stürze während der Verwendung von Kegelstopfer nicht in Lava. Bin ich nicht? Ah, habe ich ein Dings bekommen. Gut. Okay, uns fehlt ein Gesuchtposter. Nicht so schlimm, hole ich irgendwann nach. Wir kriegen Elfilin. Jo, wie nice. Ist der eigentlich? Wurde der nicht entführt oder so? Ich habe das nicht richtig mitbekommen. Noddy heißt der Schlafkerl. Danke, dass wir seinen Namen jetzt auch wissen. Dann ist es ein Noddy-Item, damit wir schlafen können. Ja, 40 Minuten. Ja, das ist doch voll okay. Also finde ich jetzt nicht, dass das zu viel ist. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann schauen wir noch ganz kurz den Dudes hier zu. Haben gereicht, die Wallies, die wir haben, sehr schön. Und ich aus wie. Egal. Wenn euch das Ganze gefallen hat, schaltet auf jeden Fall beim nächsten Mal ein, wenn es heißt Kirby und das vergessene Land. Endboss-Zeit.